Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum neuen Infovideo. Ja, tatsächlich noch einen Tag bevor es die nächsten Factsheets gibt, sind wir jetzt mit dabei. Es ist in den letzten Stunden, vor einigen Stunden, vor einem halben Tag, vor einem Tag, keine Ahnung genau, gab es die Map-Vorstellung auf der Tokio-Messe. Da hat dementsprechend dann der Landwirtschaftssimulator, also sprich Giants, die Japan-Karte vorgestellt. Dazu werden wir uns gleich einen kleinen Trailer angucken. Hinterher gibt es auch ein paar Screenshots, die es noch extra gab und dementsprechend dann auch ein, zwei Sachen. Ich habe wohl ein, zwei Sachen erkannt, ein, zwei Sachen vielleicht nicht. Gucken wir einfach mal, vielleicht kommt ihr drauf. Auf einige Sachen bin ich gekommen. Schauen wir uns aber dann gleich die Bilder an nach dem Trailer. Erstmal gucken wir zusammen den Trailer. So, das war der Trailer. Ich habe ihn jetzt nochmal von vorne laufen lassen, dass ich es zwischendurch hier stoppen kann. Habe jetzt hier freundlicherweise mal den Player angeschmissen und dann gucken wir nochmal, was mir da auffällt, ob mir direkt so ein Trailer was auffällt. Ein, zwei Sachen, die es hier im Dunkeln gibt, gibt es hinterher in den Screenshots auch in hell und besser zu sehen. Also können wir uns gleich dann nochmal zusammen gucken. Erstmal gucken wir nochmal kurz. Ja, landschaftlich und gebäudetechnisch sieht das natürlich schon nett aus. Muss man einfach so sagen, wie es ist, ne? Also den japanischen Stil hier gleich mit rumgebracht, chinesischen Stil, asiatischen Stil, wie auch immer ihr wollt. Ich kenne mich da nicht ganz so mit aus, aber es sieht schon mal echt nett aus. Das kleine Fahrzeug mit dem, das Dreirädige, was ihr seht, genau wie ein LKW, den wir gleich noch sehen werden, das ist, glaube ich, ein Isuzu. Wenn mich nicht täuscht, ist das die N55-Serie bei dem LKW. Bei dem kleinen Dreirad-Vehikel bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich zugestehen. Ja, das ist ein Iseki da unten, ne? Also ist, bis zu einer bestimmten PS-Klasse sind Massey Ferguson in Japan ja Iseki. Und da sehen wir noch einen Farmtech, einen Einachser dementsprechend dahinter. Ne? Auch hier die Pagodengeschichte, sowas sieht echt nett aus. Auch der typische japanische schmale Baustil im Hintergrund auch zu bewundern, ne? Hat schon was. Ja, da sehen wir die typischen Lampenformen, ne? Also das scheint auch ein Isuzu zu sein auf jeden Fall. Was wir da gesehen haben, ein Traktor ist ein Kubota. Wir sehen auch gleich noch ein, zwei andere Kubota-Sachen. Ne, wir sehen auch die Wulf-Einzelernter-Maschinen für Einzelreihen. Da sehen wir auch für Spinat. Da sehen wir, dass der perfekt zum Anliefern von der Reissaat ist, der kleine. Und man hat gesehen, einige Straßen sind ja auch echt eng. Ne? Da sehen wir halt noch Komatsu am Start mit ihren Gerätschaften. Das Bild sehen wir gleich noch mal eine Runde in hell. Da ist noch mal ein Iseki gewesen, das Erntemaschine sowohl wie auch Traktor. Auch das sehr schön gemacht landschaftlich, ne? Also da ist man schon eher auf kleinere Fahrzeuge angewiesen. Ne? Dann haben wir ein Class E 450, den hatten wir ja auch schon in den Factsheets. Dann noch Kubota. Tiere, die dort wohl zu finden sind. Ja, wie gesagt, da der typische Baustil halt. Ne? Ja, und da sind wir dann am Ende. Ja, ich werde jetzt gleich noch ein paar Screenshots hinterher hängen. Da können wir dann auch mal ein Auge drauf werfen oder so. Da werden wir jetzt gleich eine Runde mit starten.
So, ja, da sehen wir, das ist wohl der Spydes Isuzu, so wie es aussieht. Also das ist die kurze Radstandvariante. Das andere hat hinten ein bisschen mehr über die hintere Achse etwas mehr Ausbuchtung noch. Also das scheint der N55 zu sein, also in der Baureihe N. Ne? Und dann der 55er, der andere heißt, ist die 75er Reihe, glaube ich. Dann hätten wir einen längeren Radstand. Ob wir beide kriegen, nur einen kriegen, gute Frage. Wie der kleine heißt, muss ich zugestehen, weiß ich so nicht. Aber wir sehen den LKW gleich auch nochmal besser. Ja, da ist wie gesagt schon mal noch die Hafenanlage. Also es handelt sich um eine Hafenstadt. Da sehen wir noch Star Müsli. Das ist irgendwie ne, das Schiff, die Hafengeschichte. Ob man da was direkt abliefern kann, ob sich das bewegt oder nicht, weiß ich so nicht, muss ich zugestehen. Habe ich jetzt zwar keine weiteren großen Infos zu. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, auch die Straßen, ne, da versucht man mit dem Drescher hochzukommen. Ich glaube nicht. Ich glaube, der bleibt eher unten. Also wie gesagt, da sehen wir auch schon Isuzu wieder. Ne, wie gesagt, N55-Reihe sollte es, müsste es sein, wenn ich mich nicht komplett versehe. Auch da schöne landschaftliche Aufnahme. Ne? Die ganzen Gebäudetypen, das ist schon echt hübsch, kann ich anders sagen. Ja, wie der Mischer da heißt, da ist nichts groß zu erkennen. Das andere sind die beiden typischen LKW-Varianten. Hier sieht der Radstand ein bisschen länger aus nach hinten hin. Also, das könnte sein, dass das schon N75 ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, hier sehen wir dann noch einen Massey Ferguson, nochmal ein 8570. Das ist natürlich noch ein schöner Klassiker. Da wissen wir schon mal, wie die etwas älteren Einführungsgeräte dann, welche damit am Start sein werden. Den hatten wir bis jetzt, glaube ich, auch nicht. Ich hege aber mal die Vermutung, dass da die jetzt hier in dem Trailer zu sehen sind, dass das auch die Geräte sind, die wir in den Factsheets morgen sehen. Da muss ich mal gucken, was ich noch an Infos zusammensammeln. Vielleicht mache ich nur ein kleines Factsheet-Video. Vielleicht finde ich auch noch was anderes dazu, was ihr dann entweder Freitag, spätestens Samstag dann auch bei mir sehen könnt. Ja, da sieht man nochmal, ne? Das ist Isuzu. Selbst wenn man ranzoomt, ist es ein bisschen verwaschen oder verschwommen. Ich weiß auch nicht, ob das schildmäßig so dargestellt wird oder ob das offiziell da ist oder halt nur ähnlich aussieht. Das ist immer so die Frage an sich, aber eigentlich ist er relativ gut zu erkennen, auch von der Lampengebung her und von dem Kühlerbereich mittig, dass es so einer ist. Und es ist auch eine schöne kleine LKW-Variante, das kann man nicht anders sagen. Mit denen ist es auch einfacher zu hantieren, wie jetzt Traktoren mit größeren Anhängern oder sowas, ne? Also, das ist so für den Stadtbereich durchaus, je nachdem, wo die Verkaufsstationen sind, dann sinnvoll. So, ja, und das war's dann. Also, wie gesagt, ein paar schöne Infos dabei, ein paar Geräte hinterher noch zu erkennen. Und ja, wie gesagt, DeWulf war da noch zu sehen, Isuzu war zu sehen. Ne? Wir haben Komatsu gesehen, wir haben Kubota gesehen, wir haben Massey Ferguson gesehen. Also, da waren schon ein paar schöne Sachen dabei. Ne? Und ja, wie gesagt, das nächste Video entweder morgen oder übermorgen. Ich muss mal gucken, wie es dann hinkommt oder ob sich noch irgendwelche Infos anbahnen, dass ich noch irgendwas mit den Factsheets kombiniere. Das wollte ich jetzt schon mal rausbringen, weil das ist ja schon mal eine etwas größere Info gewesen. Ja, dann bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage dann einfach mal bis morgen oder übermorgen oder eh oder bis nachher, heute, wie auch immer, weil meine Mods und Co. laufen ja auch noch.